Frage ist, suchen wir oder fragen wir in Zukunft? Was wir ja alle können, ist Microsoft Search. Die ist oben dran drin. Die haben in der Zwischenzeit in allen Office-Apps, Applikationen. Und es ist wie so normal, dass ich dort hingehe und den Begriff suche und nachher ein Ergebnis finde, wo mir in Listenform quasi angezeigt werden. Ich kann ja mal meine Suche fragen, ob sie mir ein bisschen Informationen zurückgibt. Aber aktuell eben mit dem Microsoft Search passiert eigentlich genau das Gleiche wie vorher. Er gibt mir eigentlich genau die Ergebnisse so zurück, wie ich sie vorher hatte. Ja, und was macht denn jetzt der Copilot? Im Copilot, dort kann ich effektiv etwas fragen, der gradet meine Dokumente und Informationen ab und tut mir dann eben nicht nur das Dokument zurückgeben, als Link, das von der unten bei 1 und 2 sind, sondern er nimmt die Informationen, die er findet zu meinem Suchbegriff oder zu meiner Frage raus, tut die eigentlich direkt darstellen, dass ich eigentlich gar nicht ins Dokument rein muss. Und das macht effektiv der Copilot. Da führe ich euch jetzt dran an, wie dass man eigentlich zu diesen Ergebnissen auch kommt. Als allererstes, aber natürlich ein bisschen etwas zur Lizenzierung. Ihr habt es alle dürfen erfahren. Seit Anfangsjahr kann man auch ab einem User schon eine Lizenz kaufen. Es müssen nicht mindestens 300 sein, so wie vorher. Allerdings wird die Lizenz jährlich in Rechnung gestellt. Also ihr könnt nicht ein, zwei Monate ein bisschen probieren und schauen, ja, ist das etwas für mich oder nicht? Und dann nachher wieder abstellen, sondern man darf es gerade für ein ganzes Jahr lizenzieren. Was ihr unbedingt beachten müsst, ist der dritte Punkt. Finde ich sehr wichtig. Also wenn man ihn anlässt, dann kann es sein, dass er noch nicht so gute Ergebnisse bringt, weil der einfach muss noch die Informationen und den Inhalt, den ihr abgespeichert habt, auf M365 zuerst noch durchgehen und aufbereiten und indexieren. Die anderen zwei, das sind quasi die Limitationen, die ihr aber auch mit den normalen Lizenzen habt, im Businessbereich 1 bis 300, mehr nachher dann ein bisschen mehr. Und es gibt auch einen Copilot Pro, das ist aber für private Personen und die könnt ihr euch mit dem Geschäftskonto nicht anmelden. Was gibt es sonst noch für die Lizenzen? Also eben für Individuals. Seht ihr eben den Copilot, den eigentlich jeder kann brauchen. Den Copilot Pro, den ihr dürft lizenzieren, aber eben für Privatpersonen. Und wir befinden uns hier in einem Business-Umfeld, das heisst für Organisationen. Und dort heisst der Copilot für Microsoft 365. Ihr seht auch aufgrund von den Kreisli und von den Informationen, dass nicht überall alles dabei ist. Man sieht auch hier unten in den Fußzielen eben, man darf sich dann irgendwann natürlich auch mit einem Account anmelden, mit einem Geschäftsaccount, wo die Lizenz dran hängt. Und wenn ich das mache, habe ich beispielsweise hier unten Enterprise Grade Data Protection. Ja, was heisst denn das? Also es ist nichts, wo man anlängen kann, auch das Commercial Data Protection, das ist nicht etwas, wo ich anlängen kann, sondern es sind Versprechen, wie Microsoft mit unseren Daten umgeht, wie sie die dann quasi nutzen oder eben nicht. Und so eigentlich eben ganz viele vertragliche Informationen, wo da, wie gesagt, Microsoft sagt, jawohl, das tun wir so entsprechend gewährleisten. Ganz wichtig, es gibt wirklich ein paar Sicherheitsprinzipien von Copilot, die man einfach muss wissen. Also das heisst, wenn ihr den Copilot in eurer Umgebung suchen oder brauchen und ihn etwas fragt, dann bringt er Informationen aus eurem M365-Tenant. Also ihr könnt nicht den Copilot etwas fragen und dann geht er bei der IoZ schauen und der zapft so unser Know-how ab. Das funktioniert so nicht, sondern der bleibt bei euch, quasi eurem Universum inne und zeigt die Informationen dort an. Dann die Geschäftsdaten, also das heisst, wenn man auch sensible Sachen fragen, von wegen Geschäftsgängen,
Personalinformationen. Die Informationen, die werden eben nicht gebraucht, um den Copilot, also die Large Language Models, auch LLM kurz, zu dem komme ich aber nachher noch, die weiter trainieren, sondern das bleibt wirklich bei euch drin. Dann, der Copilot, der zeigt euch nur Informationen an von Dokumenten und Informationen, die ihr auch sonst im Zugriff habt. Also, ihr könnt nicht den Copilot fragen, was hat die Geschäftsleitung gestern am Morgen besprochen. Weil wenn ihr keinen Zugriff auf quasi das Teams oder die Ablage von der Geschäftsleitung habt, dann gewinnt ihr auch dort nichts. Und dann seht ihr noch den Auszug, wo die Quelle von der Microsoft selber ist, wo ihr gerne dann auch kurz durchlesen dürft, für die, die genug schnell lesen können. Genau, und das habe ich vorher schon gesagt, je nach Lizenz werden eben zusätzliche Versprechen mit dem Umgang von der Geschäftsdaten von der Microsoft abgegeben. Eben beispielsweise Punkt 1 und 2, dass nur Informationen von eurem Tenant sind oder eben, dass sie zum Beispiel nicht verwendet werden zum Trainieren, wie wir auch in dem Satz oder in dem Auszug von oben sehen. Das einmal so ein bisschen als Basis. Ja, ich weiss, ein bisschen eine trockene Materie, aber gleich gut zu wissen und im Hinterkopf zu behalten. Gut, und jetzt, wie funktioniert oder wie arbeitet denn der Microsoft 365 Copilot eigentlich? Die Grafik hier, die ist nicht für uns, die findet man so in Suchmaschinen innen. Ist ein schönes Sketchnote, wo man eigentlich gut die verschiedenen Komponenten sieht. Die verschiedenen Komponenten, die hier verwendet werden, das sind zum Beispiel die Microsoft 365 Apps, also man sieht es an den Icons an. Das ist nichts Neues, das könnt ihr schon. Also das heisst, ihr könnt das im Word innen brauchen, in Office-Applikationen, in einem Outlook innen, im Teams innen. Dort kann man den Copilot brauchen. Also mal an dieser Stelle nicht irgendwie etwas Neues, etwas, was man noch gar nicht könnt. Auch der Microsoft Graph, das ist nichts Neues, das ist etwas, was ihr heute schon braucht, was es schon länger gibt, wo eben die Informationen quasi beinhaltet von unserem M365. Was jetzt aber neu ist, ist dann quasi die Verbindung von dem schönen farbigen Icon über ins Large Language Modell, wo uns eben dann aus den Fragen, die so erkennt und die so umsetzen, dass eben Informationen entsprechend auch zurückkommen. Wie das jetzt aussieht, die drei Teile, die drei Hauptteile, würde ich euch gerne auch hier in ein paar Printscreens zeigen. Wie gesagt, die Integration in Microsoft 365 Apps ist an und für sich nichts Neues. Wenn ihr lizenziert habt, so wie das bei mir hier der Fall ist, haben wir links eine, also auf Microsoft 365.com beispielsweise, links eine ein neues Icon, wo ihr den Copilot direkt könnt ansteuern könnt. Was ihr auch könnt, der tut sich ja einbetten eben in die Office-Applikationen und der tut euch auch eben im Kontext von dieser Applikation, wo ihr drinnen sind, entsprechend auch Informationen ein bisschen zurückliefern. Und der im PowerPoint innen habt ihr den integriert. Da seht ihr das rechte Fenster oder die Sidebar. Das, was der Raffi vorher gesagt hat, Power-Plattform tut mir das eher lieber ausblenden. Kommt da aber wieder. Und er tut sich auch quasi im Word innen integrieren. Da jetzt aber nicht in der Sidebar, sondern direkt in Text hier. Und ganz wichtig, das Produkt, das steckt noch in der Entwicklung. Der Printscreen hier vom Word, den habe ich vorher noch schnell ausgewechselt, weil vorgestern ist dort noch eine andere Oberfläche gekommen. Jetzt kommt da sogar mit dem Shortcut zusammen die Informationen. Also man muss sich wirklich auch darauf einstellen, dass gewisse Integrationsmöglichkeiten sich auch etwa mal wieder ändern und sich das vielleicht ja nicht gerade Tag für Tag, aber dass sich zwischendurch mal wieder ein bisschen anders anfühlt. Das, die Integration in die Microsoft 365 Apps, das sehen wir dann nachher,
in der Live-Demo von Marco noch etwas detaillierter. Dort geht er auf diese Punkte teilweise auch ein. Gut, das nächste Teil, das ist das unten links, der Microsoft Graph. Wie gesagt, ist auch nichts Neues, das brauche ich heute schon. Das heisst, wenn ihr in die Microsoft Search Box obendrauf eindrückt, dann wird quasi die Microsoft Graph Suche angesteuert. Und Microsoft Graph enthält eben die Informationen, Beziehungen zwischen Benutzer, Aktivitäten, Daten, Inhalte und tut die berechtigungsgesteuert entsprechend auch anzeigen. Eben das Beispiel, ich sehe nicht Mails von einem Postfach, wo ich keinen Zugriff habe, auch nicht Dokumente oder irgendwelche Chats oder so, überhaupt nicht, sondern ist wirklich entsprechend auch Security-trimmed. Hier sehen wir noch den Printscreen mit dem Microsoft Search. Wir haben die Suchverticals und haben wir das Ergebnis. Man kann Bookmarks machen. Da gibt es diverse Konfigurationsmöglichkeiten in dieser Standardsuche. Gut, eben, was ist denn jetzt das LLM? Das ist eben ein grosses Sprachmodell. Gross, weil ganz viele Daten verarbeitet werden. Und die sind eigentlich daraus ausgelegt, dass man eben die natürliche Sprache, so wie ich es eingebe, so wie ich den Copilot Google frage, quasi interpretieren und eine Antwort generieren. Dort hinterher ist ein semantischer Index, wo auf Graph aufsetzt, eben auf Graph, damit das auch die berechtigungsgesteuerten Informationen entsprechend angezeigt werden und die interpretiert und eben dann eine Antwort kann zurückgeben. Was semantische Indexe sind, da habe ich euch gerade nachher noch eine Folie. Lest man, hört man immer, aber was es genau ist, ist noch schwierig so ein bisschen zu definieren. Das ganze Modell basiert auf Textmuster, wo verwendet werden, damit das nachher ja, sinnvolle Vorschläge auch zurückkommt. Der Copilot, der verwendet mehrere so LLMs. Ein ganz bekanntes ist eben das GPT, das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Und die Informationen und die Inhalte, die werden eben quasi, man hat es gesehen in dieser Grafik, der Copilot, das farbige Icon, nimmt die Anfrage entgegen, tut sie im LLM hintergeben und der geht dann auf Graph, geht die Informationen holen und gibt uns das dann entsprechend zurück. Hat da unten, seht ihr einen Printscreen an, hat der Copilot noch schnell mal gefragt, du, was ist eigentlich LLM? Und da seht ihr auch, dass das jemand so wiedergibt. Wichtig für euch, es ist ein Modell, wo Informationen verarbeitet und uns entsprechend dann kann eine Antwort zurückgeben. Und weil das eben auf dem semantischen Index basiert, da habe ich da noch eine Folie mitgenommen, damit dass man das vielleicht auch mal gehört hat und kann anfangen verstehen. Also es ist ein vektorisierter Index. Eigentlich in Tat und Wahrheit werden dort nichts, also wird kein Text verwendet, sondern es sind alles Zahlen. Und ihr seht eben, es ist eine numerische Darstellung von Wörtern. Die Wörter und die Zahlen, die werden quasi ein bisschen zueinander zugeordnet, wenn er merkt, das LLM, welche Begriffe das zusammengehören. Dann werden quasi die Zahlenpärchen ein bisschen näher zueinander gesetzt. Eben, wir sehen hier in der Grafik das Beispiel mit Katzen, also Cat und Kitten. In der Nähe sind aber noch andere Tiere, also der merkt das. Es ist auch mehrdimensional, also man kann nicht nur nach Tieren fragen oder merkt nicht nur Tier, sondern er kann auch einen Zusammenhang zu anderen Begriffen entsprechend herstellen. Wichtig eben, der semantische Index findet am ähnlichsten oder relevante Daten, die im Kontext von der Frage entsprechend um sind oder er findet. Wie gesagt, ist wichtig oder ich finde es noch gut, das Slide, auch die Grafik, da kann man sich das ein bisschen vorstellen, was da hinten passiert. Da gibt es aber noch ganz, ganz viele Informationen dazu, wer sich ein bisschen noch mehr interessiert. Gut, dann habe ich
ja die letzte Folie schon angekündigt hatte im Chat. Die ist nicht von mir, die Grafik. Ich glaube, ich hätte sie nicht getraut zu machen. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, der Co-Pilot kann nicht aus einem braunen Häufchen einfach so ein ganz schönes farbiges Häufchen machen. Wenn er die Informationen, die Daten ihm nicht zur Verfügung stellen, dann kann er auch nichts damit machen. Und wenn man ihn schlecht behandelt, also wenn man ihn schlecht behandelt und Fragen entsprechend so stellen, dann muss man effektiv auch damit rechnen, dass er so entsprechend antwortet. Klar, es gibt Regeln hinterher, damit das natürlich nicht allzu fest passiert und dass er nicht beleidigt werden von ihm. Aber behaltet das im Hinterkopf. Und wie gesagt, das ist das, was wir vorher im Chat auch ein bisschen andiskutiert haben. Prinzip eben Junk in, Junk out. Ihr müsst die Informationen bereitstellen, ihr braucht Berechtigungen und er muss eine gute Basis haben, der Co-Pilot, damit er auch etwas Schlaues und Sinnvolles entsprechend ausgeben kann. Oder was mich gestört hat in der Vergangenheit, ist amix gewesen, dass wenn es geheissen hat, okay, wir zeigen jetzt den Co-Pilot in den vergangenen Wochen, dann hat man ihn in der Regel nicht live gesehen bekommen, sondern man hat häufig einfach Videos gesehen. Das war das eine, was mich amigs gestört hat. Und das andere, was mich ein gestört hat, ist, dass viele von den Use Cases, die gezeigt worden sind, aus meiner Sicht einfach auch nicht nahe an der Realität waren. Also niemand von uns braucht eine sechsseitige PowerPoint-Präsentation zum Schlafverhalten von der indischen Waldameisen. Den Use Case gibt es einfach nicht. Und darum habe ich gewusst, dass sobald ich meine Hände selber an den Co-Pilot legen kann, werde ich einen echten Use Case zeigen. Und mir ist ziemlich gleich auch klar gewesen, dass das sein soll. Und zwar bin ich in der Vergangenheit einmal Verkaufsassistent im Weingrosshandel Batayar in Rotenburg. Und dort war es meine Aufgabe, für das Verkaufsteam, für den Verkaufsleiter, die ganzen Verkaufsdaten aufzubereiten, quartalsweise für die Verkaufssitzungen, die wir dort am X hatten. Und das sind riesige Excel-Übungen, die ich dort gemacht habe. Da bin ich tagelang habe ich in diesen Excel-Files in Pivot-Tabellen gebaut und Visualisierungen gemacht, welches Produkt ist besser verkauft worden, welches hat einen Einbruch gehabt, welcher Verkäufer, in welcher Region, welche Kunden. Also alles, was ich im Excel je in meinem Leben gelernt habe, habe ich in den dreieinhalb Jahren gelernt, als ich dort bin. Und mir ist klar, das ist der Use Case, den ich testen will. Ob ich heute mit dem Co-Pilot viel, viel schneller an das Ziel hinkomme. Und darum bin ich hergegangen und habe so ein Verkaufs-Excel jetzt nachgestellt, wie das ungefähr damals ausgesehen hat. Wir haben hier eben die verschiedenen Daten drin, das Datum, Produkt, Standort und so weiter und so fort. Es kommt jetzt gar nicht so mega darauf an, was da im Detail drin ist. Die Story ist wichtig. Jetzt klappe ich hier den Co-Pilot aus. Also ich habe hier das Icon oben drin. Dann kommt hier der Chat-Bereich. Ich ziehe den etwas auf. Und jetzt würde ich doch einmal sagen, legen wir direkt los. Und wir fragen den Co-Pilot, wie viele Kaffeemaschinen wurden 2023 verkauft? Einfach mal gerade so eine Info, die mich gerade interessiert. Und jetzt schauen wir, ob der Co-Pilot mir das gerade bringen kann. Er ist hier am Losrattern. Das dauert immer ein bisschen seine Zeit. Und jetzt schauen wir mal, was er bringt. Aha, leider, ich kann leider keine Informationen zu den Verkaufszahlen liefern, da die Tabelle zu gross ist. In der Vergangenheit hat er aber noch konkret gesagt, er kann nur Excel mit maximal 2 Millionen Datenzellen verarbeiten. Das Excel, das wir hier haben, das hat mehr als 2 Millionen Datenzellen. Heute sagt er einfach, da die Tabelle zu gross ist. Und das ist so ein bisschen, im ersten Moment ein bisschen schade, weil die Excel-Exporte, die ich damals verarbeitet habe, die sind ein x-faches grösser gewesen als das hier. Also das geht hier bis 14'000 Ziele und hat hier irgendwie 7 Spalten. Die Excels, die ich damals verarbeitet habe, die haben 60'000 Ziele gehabt und haben Dutzende von Spalten gehabt, mit Jahrgang und Region und Land und alles drum und dran. Also dann nehmen wir den hier mal weg. Und ich hole hier ein kleines Excel auf den Screen. So.
Hier den Co-Pilot wieder führen. Kleines Excel, gleiche Frage. Fast geschafft. Et voilà. Hier komme ich die Antwort über. Er zeigt mir hier so ein Tabellen, wo er auch gerade sagt, Verkaufsvolumen für Produkt Kaffeemaschine, wo Jahr ist 2023, 18.230. Und das ist etwas, das habe ich jetzt festgestellt, das ist in den letzten Tagen und Wochen ist das deutlich besser geworden. Also am Anfang, als ich die Tests hier angefangen machen, Mitte Januar, dann ist da sehr häufig, sind da falsche Zahlen gekommen. Also er hat nicht die Kaffeemaschine rausgefiltert, sondern alle Produkte drin gehabt. Er hat das Jahr vergessen. Irgend so etwas, was er jetzt hier gemacht hat, das ist korrekt. Und das ist jetzt auch tatsächlich in den letzten paar Tests ist das immer so ein bisschen korrekt rausgekommen. Was ich aber eigentlich erreichen möchte, ist ja, ich möchte eigentlich so ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich da so Visualisierungen habe von der Kaffeemaschine, von dem Wasserkocher, vom Toaster. Das sind da die Grafiken, die ich nachher ja ins PowerPoint übernehmen will, dass man es dann an der Verkaufssitzung anschauen kann. Und jetzt testen wir das, ob mir der Co-Pilot da helfen kann. Ich sage ihm, visualisiere das Verkaufsvolumen von Kaffeemaschinen 2022 verglichen mit 2023. Weil das Ziel ist ja, dass ich effizienter arbeiten kann und möglichst viel von diesen einzelnen händischen Schritten, die ich hier einmal machen kann, dem Co-Pilot übergeben. Voilà, da kommt eine Visualisierung. Hier ist ein Liniendiagramm. Und das sieht so aus. Okay, also die Kaufszahlen im einen Jahr und im anderen Jahr sind sehr nah beieinander. Darum ist da einfach so eine gerade Linie. Also er hat den Auftrag ausgeführt, er hat das visualisiert. Das bringt einfach nicht so viel die Grafik. Jetzt probieren wir es einmal so, dass wir ihm sagen, gleiche Prompt, visualisiert das Verkaufsvolumen, aber noch mit einem Balkendiagramm. Schicken wir ihn nochmal los. Was ich generell anmerken kann, ist, dass er im Excel auch schneller geworden ist, verglichen mit eben ab Mitte Januar, wo ich die Lizenz zugewiesen bekommen habe, geht das eigentlich alles ein bisschen flotter. Voilà, er hat mir jetzt ein Balkendiagramm gemacht. Ja, eben, die Aussagekraft kann man sagen, die ist jetzt ein bisschen begrenzt, oder? Die Zahlen sind, man müsste jetzt hier die Achsen anders formatieren, dass man das vielleicht ein bisschen besser den Unterschied sieht. Aber ja, das funktioniert jetzt wirklich ganz gut. Ich hole jetzt hier noch einen weiteren Prompt. Ich sage, visualisiert die Verkaufsvolumina aufgeteilt nach Produkten. Also, ich möchte jetzt gerne alle Produkte haben, und zwar 2022 mit 2023 in einem Balkendiagramm. Ist ein bisschen komplexer, schauen, ob er das schafft. Ich bin aber eigentlich wirklich zuversichtlicher geworden. Am Anfang war es so, dass er im Excel in viel auch noch Fehlermeldungen gegeben hat und gesagt hat, das kann ich nicht, oder es ist sogar eine Errormeldung gekommen, und jetzt habe ich wirklich schon mehrere Sessions gehabt, wo das alles gut funktioniert. Und auch heute funktioniert das eigentlich wirklich recht gut. Also er produziert da alles. Ich kann dann auch sagen, zu einem neuen Tabellenblatt hinzufügen. Dann nachher tut er es mir hier hinten auch gerade einfügen. Und da bin ich wirklich schon recht nah an dem dran, was ich früher gemacht habe. Also ich muss jetzt nicht mehr das Pivot hier von Hand bauen und irgendwie zweckschustern und da die Grafik einfügen, sondern der Co-Pilot kann mir da wirklich bereit helfen. Und das ist etwas, aber das muss ich sagen, das hat sich wirklich verbessert. Am Anfang bin ich da sehr skeptisch gesehen, habe nicht viel Nutzen gesehen, aber Hut ab, das ist wirklich besser geworden jetzt da in dieser Zeit. So, dann nehmen wir das Excel jetzt da weg. Gehen davon aus, wir haben jetzt alle die Visualisierungen erstellt, die Balkendiagramme erstellt. Jetzt geht es als nächstes darum, dass wir das übernehmen ins PowerPoint. So sieht das aus. Ich habe hier eine leere Verkaufspräsentation und jetzt geht es darum, dass wir die möglichst effizient mit den Inhalten befüllen können. Ich klappe hier wieder den Co-Pilot aus. Wir haben hier oben auch wieder das Icon. Ich das Fenster aufziehen, ein bisschen reinzoomen und sagen jetzt gut, als erstes müssen wir jetzt starten. Wir müssen mal eine Übersichtsfolie haben, ein Inhaltsverzeichnis. Und ich sage ihm, machen wir bitte das Inhaltsverzeichnis.
mit diesen Folien hier, also Produktverkäufe und dann die ganzen Produkte und dann noch Standortverkäufe und dann die ganzen Standorte. Schicken dort los. Ich habe Freude gehabt, letzten Freitag bin ich am Microsoft Ignite Anlass in Zürich gesehen und habe dort mit dem Co-Pilot Verantwortlichen von einer ganz grossen Versicherung reden. Die haben bereits letztes Jahr im Sommer mit dem Co-Pilot angefangen und haben heute mehrere hundert User. Im Sinne und meine Meinung teilen sich, dass wir gesagt haben, hey, im Excel und im PowerPoint ist der Co-Pilot noch nicht so gut. Er sagt, im PowerPoint ist er schlechter als im Excel. Ich habe noch gesagt, im Excel ist er schlechter. Das hätte ich inzwischen aber gekehrt. Im Excel ist er besser geworden. Und wir sehen jetzt auch hier bereits, jetzt sagt er, hey, leider konnte ich diese Folie nicht für Sie generieren. Das hat in der Vergangenheit bei den Tests auch schon geklappt, aber häufiger klappt das eigentlich nicht. Ja, noch muss ich halt eine neue Folie machen, Agenda muss ich halt von Hand machen, kann mir der Co-Pilot noch nicht weiterhelfen zur Effizienz, macht nichts, geht relativ schnell. So, haben wir eine Agenda-Folie gemacht. Also, dann schauen wir jetzt aber, ob er wenigstens quasi beim weiteren Aufbau oder Inhalt behilflich sein kann. Und darum sage ich ihm, füge für jeden Agenda-Punkt auf Folie 2, also die Folie da, eine Folie ein mit dem Layout Title and Content. Also ich sage ihm, hey, ich wollte im Fall, dass du die Vorlage wählst für die Folie und setze den Agenda-Punkt als Titel der jeweiligen Folie, also dass er da 19 Folien macht. Und ihr seht jetzt, ich bin auch recht genau ihm am sagen, was er machen soll. Und gerade im PowerPoint hilft das. Wenn ich genau bezeichne, was ich meine, also nicht einfach dummer den Text abändern, so und so, sondern ich sage dummer in der Textbox Nummer 45 das genau abändern, das hilft. Ja, das ist jetzt aber hier als Live-Effekt gerade ein bisschen enttäuschend, jetzt kann er auch das nicht. Ich kann das noch nicht tun für Dinge, okay, ja, ist in der Vergangenheit auch schon gegangen, aber geht jetzt nicht. Also dann gehen wir halt noch ein bisschen weiter und sagen dann ganz einfach, füge 9 Folien ein mit diesen Titeln und dann tun wir da die Titel einhängen. Schicken dann los und schauen, was jetzt passiert. Aber bei den verschiedenen Tests, die ich gemacht habe, sind die Resultate auch immer ein bisschen unterschiedlich rausgekommen. Jetzt, heute ist er im PowerPoint wirklich gerade ein bisschen deutlich schlechter, sage ich mal. Dafür ist er im Excel entsprechend besser gewesen. Schauen wir, ob er jetzt mit dem Prompt dort klarkommt und was jetzt dort passiert. Das nimmt jetzt gerade ein bisschen viel Zeit in Anspruch. Voilà, jetzt ist er gekommen. Er hat jetzt hier Folien eingefügt und hat auch gerade Inhalt rein. Produktverkäufe, Kaffeemaschine, der Titel ist richtig. Da sagt er dazu, Kaffeemaschinen sind eine der meistverkauften Produkte in unserem Sortiment. Okay, ja, unsere Top-Verkäufer ist der neue Espresso-Maker mit Druckbrühtechnologie. Okay, das hat er noch nie gebracht. Da hat er jetzt wirklich Inhalt quasi ja, erfunden und er ist ja sehr kreativ gesehen. Die Verkäufe von Kaffeemaschinen steigen kontinuierlich an, insbesondere während der Weihnachtszeit. Okay, jetzt kann man sagen, auf der einen Seite ist das eine beeindruckende Leistung, oder? Dass quasi ein Computer oder einfach eben das Sprachmodell checkt, in welchem Kontext dass wir uns hier bewegen und da in dem Sinne ein passendes Bild, passende Inhalt rein tut. Aber auf der anderen Seite kann man auch kritisieren und sagen, in meinem Task, dass ich eine Verkaufspräsentation erstellen muss, hilft das gar nicht. Im Gegenteil, es ist sogar kontraproduktiv. Weil wenn ich das, also ich meine, wenn ich das Foto drin lasse und zum Verkaufsleiter gehe, wo ich per Zufall gerade vor der Community, wo ich noch schnell wegen frische Luft holen, von draußen auf der Straße angetroffen habe und ihm erzählt habe, dass ich jetzt gerade den Case hier erzähle, dann würde er mir sagen, was sind das für Fotos? Du musst hier unsere Produkte reinnehmen, du musst unsere Kaffeemaschine reinnehmen, nicht irgendwelche solche Fotos. Von dem her, eben, man kann es von beiden Seiten anschauen. Wir sehen hier bei den Standorten, hat er irgendwelche Fotos reinnehmen. Basel, also ich glaube nicht, dass die Brücke in Basel ist. Genf ist einfach das Meer. Ja, Bern ist so ein Teddybär. Ja, okay. Die Fotos kommen da immer ein bisschen anders raus. Genau. Also, soweit einmal zum Excel und zum
PowerPoint. Jetzt möchte ich Ihnen aber etwas zeigen, was dafür eigentlich recht gut funktioniert. Und für das hole ich hier das Teams auf den Bildschirm. Das hier ist mein richtiger Teams hier bei der IOZ, nicht irgendein Demo-Account oder so. Und ich habe hier den Co-Pilot drinnen und lege ihn hier los und sage ihm, da schnell meinen Prompt holen, den ich vorbereitet habe. Ich sage ihm, fass mir den E-Mail-Verlauf zwischen mir und Joël Orizet zusammen. Also ich habe hier mit dem Joël Orizet E-Mail-Kommunikation gemacht und sage ihm jetzt, er soll die zusammenfassen. Das ist ein Case, der sehr häufig auch von den Leuten referenziert wird. Und jetzt leitet er los von dem 12. Februar an. Und tut mir hier schön chronologisch auflisten, was wir für eine E-Mail-Konversation miteinander hatten. Er tut auch schön hinten dran überall so eine Fußnote hin, wo er die Quellen verweist, wo er die Information gefunden hat. Hier hat er die gleiche E-Mail oder verweisen, zweimal aufs Eis. Und jetzt haben wir sogar heute Morgen noch mal schnell etwas hin und her geschrieben. Das ist hier auch gerade integriert. Hier unten habe ich noch die Verweise drin. Ich kann das aufklappen und sehe hier die E-Mail-Nachrichten drin, wo er sich darauf bezieht. Genau, jetzt kommen Fragen. Jetzt weiche ich ein bisschen vom Skript ab. Wie ist Joël Orizet mit dem Artikel zufrieden? Er hat nämlich in einem der E-Mail eine Anmerkung gemacht. Zudem, jetzt wollen wir schauen, ob der Co-Pilot das erkennt. Aha, sehr spannend. Basierend auf einer E-Mail scheint er mit dem Artikel zufrieden zu sein. Sehr cool, als ich diesen Case getestet habe, in einem anderen Kontext ist das nicht gegangen. Jetzt hat das der Co-Pilot erkannt. Das ist nämlich im heutigen E-Mail gewesen. Jetzt dümmern Fragen. Habe ich offene Tasks in Bezug auf diese Konversation? Fragezeichen. Keine offenen Aufgaben. Das hat gut funktioniert. Da muss ich sagen, mit dem bin ich recht happy. Das funktioniert sehr gut. Jetzt zeige ich Ihnen noch einen weiteren Case. Ich tue das hier auch schnell vorbereiten. Das hier ist ein Meeting, das heute stattgefunden hat zwischen Sammy Alessandri und David Mehr. Sie haben mich zu dem Meeting eingeladen gehabt. Ich habe aber nicht können. Ich habe kurzfristig geschrieben, ich kann leider nicht. Ich bin zu einem Notfallmeeting eingeladen worden und sie haben das Meeting ohne mich abgehalten. Was sie gemacht haben, ist, sie haben Transkription angelogt gehabt und haben auf Hochdeutsch miteinander geredet. Dass da dass Teams das gut kann transkribieren kann, da muss man auf Hochdeutsch miteinander reden. Letzten Freitag in Zürich hat es geheissen, der Co-Pilot verstehe gut Schweizerdeutsch, ist nicht der Fall, versteht er gar nicht. Also die Transkription, die kann man nicht brauchen. Jetzt tun wir hier den Co-Pilot ausklappen. Ich habe keine Ahnung, über was die zwei in dem Meeting geredet haben. Ich habe das Transkript noch nicht durchgelesen. Das mache ich jetzt zum ersten Mal. Worum ging es im Meeting? Und das ist, finde ich, das ist ein echter Case, oder? Wenn wir in einem Meeting nicht dabei sein können, dass ich jetzt hergehen kann und mit dem Co-Pilot hier schnell kann wieder ein Follow-up machen und auf die Tour kommen, um was gegangen ist. Jetzt schauen wir hier. Antwort wird generiert, ist dann Töckeln. Das Meeting ging um die geplante Realisierung eines eigenen Rechenzentrums an der Autobahn in Suse, in Sursee. Die wichtigsten Punkte, genau, da geht es um Bauland, jawohl. Ah, der Dave Mehr ist dagegen, findet es nicht ideal. Aha, ich komme die Aufgabe über, weitere Standorte abzuklären und das Marketing aufzusetzen. Aha, und da noch ein weiterer Task. Dragona soll bis zum 15. September die Visuals erstellen. Sehr schön, der hat mich da mega gut zusammengefasst. Wie war die Stimmung im Meeting? Das ist auch cool. Wir haben andere Tests gemacht, wo er die Stimmung recht gut erkannt hat. Die Stimmung im Meeting war nicht sehr harmonisch. Aha, spannend. Unterschiedliche Meinungen über den Standort des Rechenzentrums gab.
Alles andere war dafür, mehr war dagegen. Sie konnten sich nicht einigen und beschlossen, die Entscheidung zu vertagen. Sie haben aber einige Aufgaben verteilt, um das Projekt voranzubringen. Auflisten von Aktionen. Ich klicke jetzt einfach mal da auf den vorgeschlagenen Prompt. Einfach mal schauen, was er mir da macht. Aha, Aktionselemente. Rechenzentrumstandort, Abklärung von weiteren Standorten, Cloud Marketing, Abklärung von Marketingstrategie für mich, Cloud Visuals, Erstellung von Visuals für die Cloud Services, Dragana. Okay, ja. Also Sie sehen, das sind jetzt zwei Anwendungscases im Teamsinne, wo ich finde, wo der Co-Pilot schon recht gut macht. Das hat übrigens auch er, mit dem, was ich am Freitag geredet habe, von der grossen Versicherung gesagt, er hat gesagt, du musst gar nicht jedem Tool in super happy sein mit dem Co-Pilot. Du musst einfach für dich einen guten Anwendungscase finden, der für dich einen Mehrwert bringt. Und gerade zum Beispiel beim Zusammenfassen von diesen E-Mail-Schlangen, dort sehe ich sehr schnell, dass ein Co-Pilot die $30 pro Monat und User wert sein kann, wenn du dich in deinem Berufsleben musst mit E-Mail, Ping-Pong und E-Mail-Schlangen hin und her schlagen, so wie das bei meiner Partnerin im vorherigen Job der Fall war, wo sie ohne Witz pro Tag bis zu 100 Mails bekommen hat und nach einer Woche Ferien zurückkommst und einfach 500, 600 Mails müssen durchachern. Da sehe ich wirklich einen sehr grossen Vorteil. Und finde, man hat jetzt in den 8 Wochen, wo der Co-Pilot testen konnte, sehr stark gespürt, dass er eigentlich immer ein bisschen besser geworden ist.